Lightstorm Entertainment. Twentieth Century Games trademark. Powered by Ubisoft Snowdrop. AMD. Massive Entertainment. Ubisoft. '21:46, 8 Jahre vor der Schlacht der Halleluja-Berge. Im Telos-Abgesandtenprogramm TAP, Internat für Navi-Kinder. Guten Morgen. Beginnen wir mit dem Abgesandtenprogramm. Als die RDA Pandora entdeckte... Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Rie. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal, als Menschen dorthin kamen. Als wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Navi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe, als Abgesandte sein, zu den Navi zu gehen und uns zu helfen, Allianzen zu bilden. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer, wir sind die Mission von TAP durchgegangen. Wie gewünscht. Warum sollten die Navi eine Allianz wollen? Ahari. Alma. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist, Ahari. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft. Einen Sinn geboten. Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Put up on its leg. Matsmuggel, dank. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Ja, damit. Es gehörte Mutter. Das ist kein dreckiger Schmuck. Du weißt nicht mal, was ein Lied ist. Ahari. Ja, das ist nur ein zerrissenes Band. Ich weiß, es ist schwer, aber du musst akzeptieren, dass deine Mutter dich verlassen hat. Lügner! Ihr kennt die Regeln. Kein Körperkontakt. Abendessen fällt aus. Aber Direktor Mercer... Eieieiei, was für ein Sympath. Manor, Tipensi. Aungangahu, Bam. Satuel Unizola Nimun. Satonna Folongat Kamolunge. Keine Navi-Sprache in der Basis. Wenn du im Schlaf sprichst, Daylan, sprichst du nur Navi. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Mercer hat uns gerettet. Taylor, sie nahmen uns unsere Familien. Sie entwurzelten uns. Wir erinnern uns vielleicht nicht daran. Dennoch kann Pandora zu unserer Heimat werden. Ich kann nicht mal mehr die Texte der Lieder unseres Clans. Auch ohne Worte können wir sie singen.
Sie dürfen uns nicht unsere Na'vi-Wurzel nehmen. Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät ist. Wir sind nun stärker als Sie. Ich spürte es im Klassenraum bei Mercer. Beenden wir es heute Nacht. Ich habe eine Idee. Onwa kane kelku. Gut gemacht, Daylan. Nun aber schnell. Wir haben nur ein paar Minuten in dieser Luft, bevor wir Masken brauchen. Wir haben sie gefunden. Ich bin mehr als enttäuscht von euch. Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Mhm. Und jetzt sowas. Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, was wir in euch investiert haben? Hm? Mhm. Wir retteten euch, gaben euch ein Zuhause, eine Identität. Wir haben schon eine Identität. Wir sind Na'vi. Nein! Ihr seid, was ich sage! Wir kennen den Text vielleicht nicht, aber wir können trotzdem unsere Lieder singen. Hört auf! Ich sagte, hört auf damit! Wir gehen nach Hause. Ich warne dich, Ahari, keinen Schritt weiter! Sau, Matela. Winki Wane, Gegu. Bleib stehen! Ahari! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Acht Jahre später. Toruk Magto und die Omatikaya lehnen sich gegen die RDA auf. Heute machen wir weiter mit Erdökonomie und den Regeln von Angebot und Nachfrage. Warum nutzen wir menschliche Waffen? No, das hatten wir schon. Pandora ist sehr gefährlich. Aber wir kennen Pandora kaum. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt. Wir haben Anweisungen vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Pack deine Sachen, bevor Panik ausbricht. Was? Pandora ist verloren. Ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht. Hat die Na'vi gegen uns aufgebracht. Man kann ihm nicht trauen. Du musst deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper. Jetzt. Die Party ist vorbei. Okay, Leute, packt eure Sachen. Hey, Cortez! Ich kümmere mich drum. Geh. Du weißt, was du tun musst. Aber was? Hier ist es sicher. Lässt Mercer uns zurück? Wir haben keinen Nutzen mehr für ihn. Nein, das kann nicht sein. Schnell, ihr müsst euch verstecken. Lasst uns gehen. Wir können entkommen. Wir fliehen nach Pandora. Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance auf Freiheit. Das ist eure einzige Chance zu überleben. Was ist mit dir?
Du wirst nur ein bisschen schlafen. Nur eine Weile. Es wird nicht lang dauern, okay? Und damit herzlich willkommen bei einem Ründchen mit Avatar. So, wir erstellen jetzt mal unseren Charakter, bevor wir richtig Hallo sagen. Jetzt sind wir erstmal tiefgefroren und da haben wir erstmal genug Zeit, uns auszusuchen, wie wir aussehen, wie wir klingen, was wir so machen. So alles. So, Stimme. Ich glaube, ich bleibe bei der weiblichen Form. Moment. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Ich wasche meine Hände niemals. Eine Hand wäscht die andere. Ja, ich bleib dabei. So, bleib und hier, wo du gebraucht wirst. Ja, ich bleib hier, wo ich gebraucht werde. Und dann gucken wir uns mal an. Es gibt nicht allzu viele Optionen, das macht es aber auch ein bisschen einfacher. Ich weiß ehrlich gesagt nie so recht, was ich nehmen soll hier. Ich schau mal gerade. Das sieht eigentlich, das kann man zum Beispiel machen, Nummer 4. Eventuell die Nummer 5 geht aber auch. Eigentlich gehen alle. Ich nehme mal Nummer 9, einfach mal gucken, dann passt man das Gesicht noch ein bisschen an. Gibt 3 Gesichtsformen, bup, bup, bup. Ich bleibe bei Nummer 1 und Gesichtszüge. Ich muss zugeben, ich glaube, ich bin ein Navi-Rassist, denn ich sehe einfach sehr wenig Unterschiede. Ich weiß nicht genau, ich nehme einfach die Nummer 3, glaube ich. Ich gucke durch. Also es gibt hier und da ein paar Falten, aber im Gesicht ist so viel los. Ganz ehrlich, das macht nicht so viel Unterschied. Bei den Augen können wir ein bisschen eindrehen. So und so. Ich bleib mal bei Nummer 1. Augenfarbe haben wir sehr viel grün, sehr viel gelb, sehr viel dies, sehr viel das. So. Und ich glaube, ich bleib mal bei diesem hellen Grün. Das sieht schön aus. Das Blau sieht auch noch ganz cool aus, aber ich hätte gerne ein bisschen Abwechslung im Gesicht. Sonst ist alles blau. So, Nase können wir, glaube ich, ein bisschen, ne? Bleibt alles. Ich wollte gerade sagen Stupsnase, aber da stupst man wahrscheinlich eher mit einem großen C drauf. So, ne? Die ist schon ein bisschen. Ja, ich nehme mal die Nummer 1. Und beim Mund haben wir auch nur 3 Mundformen. Ich nehme mal die Nummer 3. Die Ohren haben wir auch nur 3 Ohrenformen. Wie gesagt, das macht es alles sehr viel einfacher. Ehrlich gesagt ist das auch mal ganz schön, wenn man nicht 30.000 Regler hat. Und vor allen Dingen, ich glaub, es wurde so gemacht, damit wir hier in der Lore bleiben quasi von Avatar. Damit wir hier nicht irgendwas, naja, mehr oder weniger Entstelltes in die Welt schicken. Das ist schon okay. Bei den Frisuren schauen wir gerade mal. Wir brauchen immer ein Zöpfchen hinten. Ja, wer die Filme gesehen hat, das Zöpfchen, das ist quasi wie so ein USB-Port. Oder man kann es auch vielleicht anders sehen. Da connectet man sich mit anderen Kreaturen des Planeten. Da kommen wir bestimmt später noch zu. Hoffe ich, vermute ich, glaube ich. Ich nehme mal die Nummer 6 mit Frisur. Ich mag das, wenn hier so ein paar Haare vorne noch sind. Und die Haarfarbe, da, das ist ja wild, was da alles möglich ist. Ich glaube, ich bleib mal bei der helleren hier einfach. Ich sehe da nicht so viel Unterschied. So sehen wir jetzt aus. Dann kommen wir zur Haut. Dafür müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen nackig machen. So. Und dann können wir nochmal kurz gucken. So sehen wir. Oh, Entschuldigung. So sehen wir aktuell aus. So. Sehr schön, sehr hübsch. So, Kleidung ausblenden und dann gucken wir mal ganz kurz. Leuchtendes Muster. Da muss man ganz genau hingucken. Die Punkte sind sehr fein verteilt. Ich schau mal gerade. Was nehmen wir denn da? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tja, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was für einen Unterschied macht. Ich glaube, ich bleibe mal bei der 10. Ich gucke so am Bauch und im Gesicht ist es auch ein bisschen auffälliger. Dann können wir jetzt runterscrollen für das Hautbild. Und das wird jetzt nicht einfacher werden. Die 2, die 3, die 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist nicht ganz so leicht, wenn ich ehrlich bin. Die 11, die 12 würde gehen oder die 2? Ich glaube, ich mach die 2. Das ist im Gesicht nicht ganz so krakelig und ne, die Streifen sind schön. Ich weiß nicht, was ich da sonst sagen soll. Hauttöne haben wir blau, 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 blau und blau und blau und ein bisschen Zyan. Ja, da geht schon einiges. Und ich glaube, so geht natürlich auch. Da stechen die Augen so schön raus. Sieht ganz cool aus, ne? Aber ich glaube, ich will mal das hier, was leicht ins Zyan reingeht, will ich, glaube ich, nehmen. So, wups, damit haben wir das. Ich ziehe mich mal wieder an, ist kalt hier. Und damit sind wir auch schon fertig. Das ging relativ zügig.
Das sind wir. So, einsatzbereit. Und ich glaube, wir werden uns eh relativ selten sehen. Immer eher so zwischendurch, aber dann rein ins Vergnügen. So, geht gleich los. Also, gleich geht's los. Jetzt geht's los. Du lebst noch. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Was ist los? Was ist passiert? Du hast lange geschlafen. Sehr, sehr lange. Unaktikame. Muss das wirklich sein? Wenn sie gehen können, können sie gehen. Den Rest müssen wir zurücklassen. Die RDA ist weg, oder? Du hast uns zurückgelassen. Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu? So wurde ich noch nie genannt. Das ist ein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Ihr dachten, ihr wärt verloren, doch diese Traumwanderin hat euch stattdessen eingesperrt. Ich erkläre es später. Gib dir Zeit. Dein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Ja, mein Körper ist noch nicht ganz erwacht. Jetzt ist mein Körper erwacht. Ah, dauert ein bisschen länger haben bei mir. Haben alle es geschafft? Ich bin hier. Nor und Daylan auch. Wir sind sicher. Wir kommen raus. Endlich. Es passiert wirklich. Wir kommen alle raus. Zusammen. Wieso sieht es hier drin so anders aus? Geht das auch schneller? Die RDA ist unterwegs. Ihr könnt später noch feiern. Komm, Is. Du wirst deine Kraft brauchen. In der Kantine gab es Rationen. Da sind sicher mehr. Glaub ich. Finde etwas zu essen. In der Kantine. Dann machen wir das mal ganz kurz. So. Wo sind Jefti und Delisi? Wir sind ein bisschen zu groß hier für den Flur. Deswegen müssen wir ducken gerade. Und wenn wir aufstehen wollen. Pock, pock, pock. So. Ein grünes Köfferchen. Da kriegen wir eine schöne, leckere, trockene RDA-Ration. So. Die RDA rückt an. Wir müssen weg. Erstmal snacken. Alle raus hier! So, warte. Ich würde sagen, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir kriechen gerade ein bisschen vor uns hin. Moment. Oder sie hatte Empathie. Beseitigt sie. Im Gegensatz zu dir, du Arschloch. Eins flüchtet! So. Wir hauen erstmal ab. Auf! So, flups. Ich spiel's gerade übrigens zum dritten Mal. Muss ich zugeben. Nie besonders weit, aber zum dritten Mal, weil das erste Mal habe ich ein bisschen getestet wegen Grafikeinstellungen und so. Das zweite Mal im Stream. Und ich wollte aber die Streamaufnahme nicht hochladen, weil ich wollte es unbedingt in 4K nochmal aufnehmen. Ich zeige euch gleich, warum. Das kommt nicht oft vor. Hey, Leute. Au. So. Noch ein Erfolg. Hier drüben. Bist du okay?
Noch ja. Und du? Wie geht's dir? Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden mich. Du musst weg. Jetzt. Warte. Wie heißt du? Sotlek. Einer der letzten meines Clans. Dieses Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter. Schnell und leise. Los. Gut, schnell und leise weiter. Hörst du mich? Ja. Diese Soldaten sind überall. Ganz ruhig. Atme. Such einen Ausweg. Das machen wir. Moment. Eine Sekunde. Sotlek, hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Vorerst, glaube ich. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. So. Durch die Schächte. Und durchs Tutorial. Hör auf zu glotzen. Du hast Haring gehört. Wir müssen sie finden. Hey, was war das? Nichts. Hallo? Seid ihr noch hier? Wir wollen nur reden. Wir haben Geschenke. Ach, netter Versuch. So. Dieser ganze Mond jagt mir Angst ein. Schräg. Das war knapp. Es könnte noch hier sein. Ah. Die sind nicht allzu happy. Tötet sie! So, weiter geht's durch düstle Flure. So. Widerliche Menschen überall. So, einmal durchs Data Center. Boah, die Turnhalle ist verschlossen. Ich suche nach einem Weg. Bleib wachsam. Ich bleibe wachsam und mein Weg geht hier lang. Huch, wupp. Einfach Kabel zusammendrücken, dann ist alles wieder repariert. Wie im richtigen Leben. Wir hätten ja auch unseren Zopf nehmen können. Widerliche Menschen. Guckst du dir an, wie dumm sie sind. Haben schon Taschenlampen, sehen uns nicht. Ach, Menschen. Keine Ahnung, wieso ich überhaupt in die RDA eingetreten. Haben hier etwas Schräges. Wir stehen unter Schuss. Oh, das ist mir noch nie passiert. Bin aus der Turnhalle raus. Ups. Dann geh jetzt zu. Sotlek! Ist ja alles noch Tutorial, alles kein Problem. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr beeilt gerade. So. Und wer weiß, wie lange wir hier schon eingesperrt waren. Alles schon sehr versifft. Überall wächst der Nachtschatten rein. Wie lange haben wir geschlafen? Das ist eine sehr gute Frage. Schnappt, Harding? Na, das Kind ist harmlos. Seine Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Du Mörder! Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Lauf! Na, zum Glück haben die nicht sofort geschossen gerade. Ich liebe unsere Plot-Armor. So, einmal hier durch. Sotlek, bist du okay? Das war viel zu knapp. Sotlek! So.
Und gleich müssten wir schon durch sein. Boah, das sieht so cool aus einfach, ne? Das ist unter anderem der Grund, warum ich ein 4K aufnehmen wollte. Aber noch nicht der eigentliche. Der kommt noch. Ups, so. Kurz was nachgeladen. Es sieht so gut aus einfach, ne? Es sieht so gut aus, hier schon. Egal wie oft ich das sehe, es ist immer geil. Und der eigentliche Grund ist das hier. Ich hätte das so gern als animiertes Wallpaper für einen Desktop. Das sieht einfach so schön aus. Und mein erster Eindruck, als ich hier rauskam, war, wie kann so etwas schon in Spielen möglich sein? Neue Quest Pandora. Hallo? Vielleicht sind Sie ja am Wasser entlang. Dann gehen wir auch mal am Wasser entlang. Ist einfach unfassbar schön. Der Kinglorwald. Rennen kann man natürlich auch ohne Probleme. Aber manchmal muss ich stehen bleiben, wenn wir es angucken. Und vor allen Dingen, es bleibt einfach so schön. Es hört nicht auf, so schön zu sein. Es bleibt einfach so. Da ist noch irgendwas Großes. Boah. So, wir folgen dem Fluss. Und da qualmt irgendwas. Wahrscheinlich meine Socken. Mehr RDA. Was ist passiert? Aber alles abgeschossen, ne? Alles abgeschossen. So, Folge der Fährte aus RDA-Trümmern. RDA-Trümmern. Das machen wir gerade mal. Oha. Pfeile einsammeln können wir nicht. Wir können später selber welche craften. Deswegen müssen wir keine Munition einsammeln. Oh, der Wasserfall. So. Da hinten qualmt es noch ein bisschen. Und da laufen wir mal hin. In dieser zum Glück nicht übertriebenen Kulisse. So. Hier drüben, bei dem Baum. Ja, ich komme gleich. So, leck. Ich komme gleich, warte kurz. So, Behälter mit Ersatzteilen, sehr gut. Hier. Ja, warte. Sekunde, ich bin gleich da. So, jetzt aber. Hier. Ja, ich komme. Moment. Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Danke schön. Du kannst nicht kämpfen. Diesmal helfe ich dir. Einfach den Bogen geklaut. Du wirst Pfeile brauchen. Gestrüppholz ist biegsam. Du findest sie schon. Fokussiere deine Sinne. Meine Sinne? Sie haben dich menschlich gemacht. Doch du bist wie? Sieh den Wald wie ich. Was? Warum sitzt denn er so? So, benutze Navi-Sinne. Siehst du? Das ist dein Zuhause. Mhm. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Lass deine Sinne dich leiten. Ich bin schon hier drüben, ich höre dich nicht. Jetzt kannst du Pfeile fertigen wie ich. Stark genug, um Menschen in Heil zu durchdringen. So, warte, wir pflücken noch ein bisschen Blumen. Brauchen wir auch, um Pfeile herzustellen. Moment. Du bist so weit. Wir sollten abhauen. Kannst du dich bewegen? Da, Prophet.
Pflanze. Eine Dapofit-Pflanze. Ich finde eine. Keine Sorge. Am Ufer. Sie wachsen am Wasser. Okay. Suche nach einer Dapofit-Kapsel. Das machen wir natürlich auch gleich. Warte. So, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Okay. Das ist unser Questziel, da müssen wir hin. Und da hinten ist auch ein Helikopter, wie man gerade gesehen hat. Der droppt gerade ein paar Soldaten off. Da sieht man sie noch lugen, die Buben. So. Mit den Sinnen können wir jetzt alles scannen. Zum Beispiel hier den Brunnenbaum. Ein Baum mit Wasserkapsel. Und viele Dinge hier haben unterschiedlichen Nutzen. Was macht denn das hier zum Beispiel? Eine Giftatemspore. Spuckt giftige Sporen zur Verteidigung, wenn man sich ernährt. Oh, praktisch. Das gilt natürlich auch für uns. Hier zum Beispiel an diesen Dingern können wir mal hoch. Dann können wir hier theoretisch schon mal die Lage sondieren, aber da gibt es noch nicht so viel zu sondieren. Und dann können wir wieder runter. Bupp. Soldaten! So. Und hier sind die Dapofit-Pflanzen. Die brauchen wir. Zwei Stück können wir erst mitnehmen. Ich hab die Dapofit. Komme zurück. Noch mehr Soldaten. Oh nein, noch mehr Soldaten. Am Anfang sind die Soldaten alle noch relativ easy, wie man vielleicht bemerkt hat. Achso, wo muss ich auch wieder zurück? Bevor ich einfach rumlaufe. Da. Und wie wir sehen, haben wir auch Besuch. Da war wieder ein roter Schatten. Da drüben. Nein! Er lässt sich nicht lebend fangen. Genau, schieß auf die Metallteile. So, geht's dir gut? Du lernst schnell. Naja, nur vom Besten. So heilen wir uns. Mit einer Zigarre. Du hast kein Lied. Das meiner Mutter wurde geraubt. Ändern wir das. Warte! Was mache ich jetzt? Machen? Finde deinen eigenen Weg, Sarentu. Und bis dahin hilf dem Widerstand. Doch wisse, sie und wir teilen denselben Feind. Doch mehr teilen wir nicht. Nein, nein, nein. Sie sind zu nah. Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall. Geh deinen eigenen Weg zum Lager beim Wasserfall. Okay, ich verstehe schon. So, um deine Karte zu öffnen, drücke M. Das machen wir mal eben. Das ist die Karte. Das ist bis jetzt der bekannte Bereich, den wir abgeklappert haben. Ich glaube, von hier waren wir drin, glaube ich. Dann sind wir hier rausgekommen und dann, glaube ich, huch. Bin mir gerade gar nicht so sicher, wobei wir sind ja auch dem Fluss gefolgt. Ne? Wir könnten auch von hier, aber dann wäre der Nebel weg. Naja, wir gucken mal. Vielleicht war das auch gar nicht das Häuschen. Auf jeden Fall waren wir hier am See, hier bla bla bla, und die Karte ist aber so. Also wir haben, also ein bisschen was können wir mitnehmen hier. Wir werden später noch sehen, in welcher Relation das alles steht. So, ich mache erstmal wieder neue Pfeile. Bupp. Und dann gucken wir mal, habe ich irgendeine Box vergessen hier? Da unten. Da war noch welche.
So. Hier steht eine, die nehmen wir auch mit. In den Boxen sind immer Ersatzteile. Mit denen können wir uns Sachen, später Sachen kaufen. Die können wir, glaube ich, noch nicht mitnehmen, ne? Gesicherter Container, ein abgesperrter Behälter, in dem sich Feuerwaffen der RDA befinden. Ohne RDA-Zugang kann er nur geöffnet werden, indem man sich in das Sicherheitssystem hackt. Und das können wir aktuell noch nicht. Wir müssen erstmal nach da oben, da hinten oben. So, gehe ich mal hier rum. Vorsicht, das sind auch wieder so Giftsporen. Die Adernhülse des Kinglorwalds. Die Kapsel dieser Pflanze ist mit Gas gefüllt und zerplatzt, wenn sie berührt oder beschädigt wird. Das ist gut bei Fernkampf, aber schlecht, wenn wir reinlaufen. So. Das ist ja auch eine besondere Pflanze, sieht so aus, ne? Eine Mantis-Orchidee. Eine wunderschöne, riesige Pflanze, die wie eine Orchidee aussieht. Sie hat das Aussehen einer Gottesanbeterin und ähnelt daher dem Insekt, das sie bestäubt. Okay. So. Der Wasserfall. Die Widerstandsbasis ist dort oben. Da müssen wir auch hin. Da können wir nichts mitmachen. Dann gehen wir mal hier hoch. Flop. So, nicht wundern. Ich gucke hier immer nach Kisten. Gerade am Anfang liegen hier ein paar. Da geht's nicht hoch, ne? Ne, da geht's hoch. So. Dann gehen wir mal. Später kriegen wir auch noch Möglichkeiten wie Doppelsprung und sowas. Das wird alles noch sehr, sehr schön. Was man alles kriegt, weiß ich selber nicht. Oh, warte. Um noch weiter zu springen. So. Finde das Hauptquartier des Widerstands. Oh, schön. Hier will ich auch mal widerständeln. Ha, am liebsten mit dem Picknickkorb. So, wir folgen am Anfang etwas strikt den Quests quasi. Und später werden wir hier Open World mäßig natürlich durch die Gegend laufen, alles mögliche machen, etc. Huch. Guten Tag. Oh, hallo. Den nehmen wir auch mit. Haben wir noch eine Kiste irgendwo? Diese Spuren hier sind die Spuren der Tiere, die gerade vorbeigelaufen sind. Die werden uns später bei der Jagd massiv helfen. Denn ja, wir müssen Tiere jagen. Denn wir brauchen Ressourcen. Der Planet gibt und wir nehmen. Natürlich im Einklang mit der Natur. So. Und hier ist die Basis. Schall isoliert, Priya. Tut mir leid, der Filter hat geklemmt, aber Jin denkt, er hat es jetzt. Oh, wow, noch einer. Ich bin so froh, dass du hier bist, weil es nur noch so wenige von euch gibt. Ups, tut mir echt leid. Willkommen im Hauptquartier des Widerstands. Oh, richtig. Sorry. Owen, Nati, komm hier. Ah! Was? Es muss immer einen Quirky-Charakter geben. Das ist sehr wichtig. Da bist du ja. Hier drüben. Ich komme gleich. Okay, das lief gut. Sie mögen dich. Wer sie? Alles ist in Ordnung. Atme es einfach raus. Oh. Sie hält das Tablet falsch. Ich sag's nur. Ich frage so, mich, hey, lang nicht gesehen. Du hast es geschafft. Ja. Als wir Schüsse hörten, sagte Alma, wir sollten fliehen. Bist du okay? Angeschlagen. Sotlek hat mich gerettet. Wo sind die anderen? Ritnella und Nor leben. Sie wollten nach draußen. Das sollten sie lieber nicht. Zu gefährlich, oder? Keine Sorge, ihr seid sicher.
Das zählt. Was ist passiert? Das THP lag in Trümmern. Mercer ließ es bei der Evakuierung zerstören. Die Wände haben euch begraben. Ich hielt euch für tot. Priya hat Funksprüche der RDA über ein Signal beim TAP aufgeschnappt. Ich wagte nicht zu hoffen. Wie lang waren wir dort? Fühlte sich wie nur ein Tag an. Für euch sollte es sich so anfühlen, aber es waren 16 Jahre. Was? 16? Alma. Kann nicht sein. Ihr müsst verstehen, euch jetzt wiederzusehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Ich habe euch enttäuscht. Das wird nie wieder passieren. Pass auf. Komm zur Ruhe. Raj kümmert sich um dich. Daylan kennt sich schon aus und kann dich rumführen. Das hier kann dein Zuhause werden. Ja. Du wirst sehen. Ja. Ich wäre lieber draußen, wenn ich ehrlich bin. So. 16 Jahre. Völlig surreal. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber Alma hat recht. Wir können uns zu Hause fühlen. Also, ich tu's. Ist doch cool hier. Die ganze Technik. Er ist dort drüben. Das ist Raj? Er ist cool. Irgendwie. Ich denke, es gewöhnen sich einfach alle an uns. Sind wir die Einzigen hier? Hey, Raj. Du musst Raj sein. Rajinda, bitte. Oh, entschuldige. Alma meinte... Ich kenne Alma. Alma nennt mich Raj. Dich kenne ich nicht. Ich bin neu. Entspann dich, Neue. Ich wusste, dass du kommst. Hast die ganze Zeit geschlafen. Richtiger Comedian ich einfach. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Mhm. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Alma hat nicht erwähnt, dass du ein richtiger Comedy-Star bist. Wo ist er denn hin? Ach so. Oh, das, oh. Entschuldigung. So, hey Raj. Was darf es heute sein? Ich nehme, weil die umsonst sind, das Forscherhemd. Ich empfange es. Entschuldigung, mit der Leertaste. Und ich empfange den Feldlendenschurz. Grundlegend. Und weil wir schon ein bisschen gesammelt haben an Ersatzteilen, können wir uns nämlich schon was leisten. Leider noch nicht den Feldforschungsriemen mit 5% Fernkampfwiderstand. Wir könnten den legeren Forschungsriemen nehmen mit 3% Fernkampfwiderstand. Oder das simple Munitionsgewebe mit 10% Schusswaffenschaden. Oder aber Rajindas Comedy-Star-Gürteltasche mit 3% Schleichen. Ich nehme erstmal die 10% Schusswaffenschaden, weil ne, Schaden erhöhen immer gut. So, direkt mal empfangen und jetzt können wir uns nichts mehr leisten. Designs gibt es noch gar keine. Nein. So, das war's. Lass dich nicht zerstückeln. Oh. Mhm. Der ist so witzig, der Typ. So, warte. Wir haben gerade Sachen geholt. Und warte mal. Kampfkraft ist ein Maß für deine Effizienz und Überlebensfähigkeiten angesichts der Gefahren Pandoras und gegenüber der RDA. Verbessere deine Kampfkraft durch die Herstellung besserer Ausrüstung oder das Aufnehmen neuer Objekte bei den Kunsthandwerkern. Das Abschließen von Quests und Aktivitäten gewährt ebenfalls potenzielle Ausrüstungsaufwertungen. Okay, welche Kampfkraft haben wir gerade? Oh. Ja, na gut, wir sind ja auch gerade frisch geboren quasi. So, wir ziehen uns mal um. Wir hatten bis jetzt immer T-Shirt und Höschen. Statt dem abgesandten Hemd, Standardhemd, nehmen wir jetzt einfach mal das Forscherhemd mit 12 Gesundheit. Ja, das wollen wir. So, und dann noch statt dem Höschen Lendenschurz, die abgesandten Cargohose, nehmen wir jetzt den Feldlendenschurz. Da fällt kaum was über die Lendenschurz. Den nehmen wir mal. Der hat 12 Gesundheit, ja? Dieser Lappen hat 12 Gesundheit. Das hier 0. Das ist natürlich klar. Das ist ein sehr stabiler Lappen, der da über unser... Wir haben ja keine Genitalien, ne? Unser Genital ist ja der Schweif. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung bei den Navi. Hab mich da nie für Details interessiert. So, ich rüste den mal aus. So. Wir gucken mal kurz. So. Untersuchen. Kann ich jetzt... Ach so, ich kann jetzt nur... Warte mal.
Kann ich jetzt untersuchen? Jetzt kann ich untersuchen. Okay. So sehen wir jetzt... da pfeift es aber durchs Gebälk, würde ich sagen. Was ist das da hinten? Aha. Okay, so sehen wir jetzt aus. Und hier können wir aber noch als Mod, Lendenschurz-Mod, können wir noch das simple Munitionsgewebe dran packen. Wenn wir hier was hängen haben, macht das 10% Schaden. Das ist einfach ganz normal. Und wir sind jetzt bei Kampfkraft 2. Oha. Beim Bogen können wir noch nichts machen. Wir haben noch nichts gefunden. Hier gibt es noch Schusswaffen, verschiedene, wie es aussieht. Da gibt es noch zwei weitere Bögen, aber da kommen wir noch hin. Schuhe haben wir auch nicht, Handschuhe haben wir auch nicht. Was immer uns da erwartet, wir werden es sehen. Nein. So, bin fertig. Hast du... Kann ich dir was dafür geben? Sieh es als Gratisprobe. Diesmal. In Anbetracht besonderer Umstände. Wow. Wir nehmen, was wir hier kriegen können. Wenn du was Gutes findest, sag Bescheid. Na, wie Kleider? Ungewohnt? Ich glaube, ich mag sie. Ich will meinen Hut behalten. Und was von der Technik ausprobieren. Du musst diesen Alex kennenlernen. Er ist eine Art Erfinder. Du hast dich schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus TRP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. Da ist der Alex. Guten Tag. Taylan, dieser Ort zieht dich magisch an. Und du hast noch einen Navi dabei. Alex baut Sachen. Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist Sid, mein System-Interaktionsdeck. Das ist Taylor. Guter Name, oder? Bisschen schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Das habe ich speziell für Navi entwickelt. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und THP-Teilen? Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen, falls gewünscht. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen, oder? Können wir? Klingt nach Spaß. Ihr könnt alle einen haben. Komm, probier es aus. Freigeschaltet Sid. Da ist er. Ich hoffe, dass es den Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage findet. Ich scanne ihn erstmal. Siehst du die Kabel unter dem Boden? Du solltest ihnen bis zu den Wartungsfeldern folgen können. Probier es mal aus. Okay. Dann folgen wir mal. So. Hätte ich da nicht gerade noch was machen müssen? Ja, ne? Ich muss da erstmal was machen. Ist manchmal ein bisschen komisch, manchmal aktiviert es, manchmal nicht. Oder man muss halt irgendwie richtig stehen. Oder die linke Maustaste drücken. So, das war's. So. Ja, machen wir. Kannst du schnell nachsehen? Ja. Es sollte sich an die Frequenz heften. Ein Kinderspiel. Kinderspiel. Ach, mir fehlt das Kindsein. Man muss ihn erst ausquatschen lassen, sonst geht's nicht. Das ist ein bisschen schwierig hier. Das, jetzt weiß ich's aber. Letztes Mal bin ich rumgeirrt und wusste nicht genau, was ich machen soll, weil es aber nicht ging. Hey Alex, ich habe den Fehler gefunden. Nur ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Na klar. So. Dann hacken wir uns mal rein. Oh Gott, wo sind wir denn hier? So. Wupp. Ich glaube, ich hab's. Aha. Siehst du? Nützlich, oder? Ich habe Alma gesagt, dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. Aber genug davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Ja, ich komme gleich. Moment, Schwefelkapseln. Und wir können jetzt Spezialmunition herstellen. Granaten kriegen wir auch. Wunderbar. Mit G werfen wir Blendgranaten. Achso, wir müssen die erstmal von draußen holen, ne? Ja, ich gehe erstmal raus. Ich sollte lernen, wie man schießt. So. Und es hat angefangen zu regnen. Was für ein Schietwetter. Dafür habe ich den Urlaub nicht gebucht.
Aber sieht halt schön aus. Ach so, eine ganz kurze Sache, ne? Weil da unten immer Nahrung essen blinkt. Nahrung hilft uns, Gesundheit zu regenerieren und Schnellreisen zu aktivieren. Also spare ich mir die Nahrung auf, wenn wir sie nicht brauchen. Also gewöhnt euch da unten an das Nahrungessen, denn es gibt hier nicht so viel. Ich meine, wir können später viel kochen und so weiter. Und dann können wir uns damit buffen, aber das kommt später erst noch. Und die Buffs werde ich auch nur einsetzen, wenn ich sie brauche. Vor Kämpfen oder so, aber wenn wir halt... Ne, dann ich achte hier sehr auf die schlanke Linie. So, da sind sie, glaube ich. Ich höre die schon. Da bist du ja! Daylan meinte, du wärst draußen. Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden sie erfahren. Die Wege der Sarentur neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Wir sind frei! Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Aber wohin? Wohin wir wollen. Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Ritnella, Daylan? Dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Priya hat mir ihr Funkgerät gegeben. Ja, sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Eher nicht. Nor, bitte. Komm schon. Alle warten. Okay, okay. Gib mir nur einen Moment. Das Licht ist anders hier draußen. Ich will es genießen. Ja, das verstehe ich. Waren wir nicht lange genug eingesperrt? Mhm. Immerhin schlafen wir heute unter den Sternen. Wie früher. Mercer hat die ja nie rausgelassen, ne? Die mussten ja immer in diesem Bunker wohnen. Also ich verstehe das schon. Ich würde auch lieber da draußen sitzen. So. Dann ab zur Besprechung. Wo war der Eingang? Bin ich schon wieder zu weit? Geh zum Briefing in der Kommandozentrale. Du meinst, richtig in sie reingerannt? Ich dachte, das ist stallgeschützt. Ich glaube, wir müssen ja wieder nach unten, ne? Uha! Und schon verlaufen. Hier ist eine Kochstelle, das sieht gut aus. Hier müssen wir rein. Ich hätte gar nicht nach oben gehen müssen. So. Dann wollen wir mal. Schlachtplan. John Mercer, Gründer des THP-Programms. Kein Unbekannter für die Sarentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom THP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann seinen Frust über das Versagen des THP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma, in der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark.
Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf, vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. Sorlek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf, wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Die sind schon weg, die hat schon jemand genommen. Ich weiß nicht wer. So, ganz kurz. Ich kann noch nicht. Ich kann noch nicht viel zur Story sagen, auch noch nicht viel, so viel zum Gameplay. Ich mich jetzt sehen. Er würde es immer noch hassen. Ja, wir müssen auf jeden Fall das hier stark verschmutzt. Das ist die RDA ist immer noch hier. Quatsch, schnell PCs. Wir müssen im Grunde genommen den ganzen Planeten reinigen. Also nach und nach. Wir müssen nicht, wir können. Ist optional, ne? Jetzt ist eine Questmission und wir haben aber überall so Schmutzgebiete. Hier zu... Nee, das... Doch, das ist, glaube ich, auch eins. Aber ich glaube, das können wir nicht reinigen. Hier sowas zum Beispiel. Da, wo es aussieht wie kacke Nebel. Ich weiß nicht, ob wir den sonst irgendwo schon sehen können. Nee, gerade noch nicht. Aber solche Gebiete haben wir überall mal. Die müssen wir dann reinigen und wieder für den Planeten gangbar machen. Alles ist anders. So, warte, ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Es ist so ein schönes Spiel und dann hängen wir hier dauernd in so komischen, in diesen Metallröhren rum. Ja, dann gehen wir lieber raus in die Natur, wandern hier noch ein bisschen. So, flupp. Und dann können wir uns hier auch noch ein bisschen umgucken. Gut, es regnet gerade. Oh, ist das so eine Kiste da drüben? Nee, ne? Doch. Ja, die holen wir uns. So. Durchsuchen. Ein Guerillakämpfer griff für den Langbogen. Oh. Ja, schau ich gleich mal. Das ist natürlich sehr nett. Mit 5% RDA-Schaden. Den nehmen wir dankend an. Dankeschön. Und noch was zu essen. Ein magerer Fleischspieß. Also nichts Gesottenes. Schade. So, bei den Dingern müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie nicht platzen, während wir da dran sind. Und ich düse mal ganz kurz dort herüben hin. So. So. Und hier müssen wir schlussendlich in die Richtung, wo der Donner gerade herkommt. Man sieht schon, da hinten sieht alles so ein bisschen bräunlich aus, alles so ein bisschen tot, abgestorben. Ist eigentlich schade, die erste Folge dann in Bräune zu beenden, weil das Spiel eigentlich so schön ist. Aber ich wollte es nochmal kurz zeigen. So. Hier sieht es dann, das machen diese widerlichen Menschen mit unserem Planeten. Ach, ich ertrage es nicht. So, gerade, wo es gerade eben noch grün war, na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir die erste, ich sag mal, Reinigungsquest. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Spielzeit ist und ich weiß, ich muss Alan Wake 2 noch weiter aufnehmen. Ich wollte auch Atomic Heart noch zu Ende bringen. Es kommen momentan so wahnsinnig viele Spiele raus und die meiste Zeit verschwindet gerade immer noch in Starfield und Baldur's Gate. Die einfach nicht aufhören wollen. Die wollen einfach nicht aufhören. Die werde ich bis zum Lebensende spielen, glaube ich. Ja, aber ich will unbedingt auch immer mal wieder ein paar neue Spiele mitnehmen, aber ich will die alten auch noch irgendwie schaffen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, ich glaube, ich muss mich klonen oder ich brauche 48 Stunden Tage. Eins von beiden wäre schön. Ja, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, das war meine Hüfte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann befreien wir den Planeten. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.
Thank you.